Oh, was ist das denn? Ah! Hä? Naja! Wir sind Spider-Man! Ich habe immerhin irgendwas eingesammelt, ich weiß nur nicht was. Bleib einfach hier, Kumpel. Was mir halt nur nicht gefällt, ist, dass wir uns an Gottes Hinterleib am Schwingen festhalten, aber... Naja, man kann nicht alles haben. Keine Behandlung mehr. Ich hatte genug. Er ist da drüben. Ich bin zu viel. Stimmt's? Ja, du bist ausgezeichnet. Das sah nicht gut aus. Spider-Man. Bei mir sieht das alles so leicht aus. Angeber. Bei ihm sieht das alles so leicht aus. Ne, da kommen wir, glaube ich, her. Ich sehe nicht irgendwo noch irgendwas rum. Kommen wir hier her? Ne, hier kommen wir her. Nothing gesagt. Also müssen wir hier lang. Die Situation scheint unter Kontrolle zu sein. Aber das heißt, wir können auch mal bei Upgrades wieder gucken. Dann können wir jetzt eigentlich... Moment, ich glaube, wir nehmen Kampfboost. Wir haben noch 50. Okay. Also nicht genug. Mein gute Tatenpensum ist erfüllt. Wir sollten uns verabschieden. Das Gute, wir sind fast draußen. Wenn wir durch den Lagerraum sind, kommen wir in den Innenhof. Gibt's doch was Schlechtes, Doc? Wir sind nicht die Einzigen, die hier raus wollen. Glauben Sie, dass Ihre Zeit hier gut für Ihre geistige Gesundheit ist? Ja, das ist gut. Tanzen wir einfach die Probleme weg. Zumindest einer sieht glücklich aus. Yeah. Wir zwei tanzen später. Ich habe immer noch keine Ahnung, was das ist. Achso, ein Magazin. Wer... Und der spektakuläre Spider-Man befreit die elegante Dame in Nöten. Nein. Ich sage später danke. Amazing. Hey, kommen Sie zurück! Sie könnten sich bedanken, indem Sie in Ihre Zelle zurückgehen. War das Silver Sable? Ach, ich hab keine Ahnung. Ernsthaft, ich hab wirklich keinerlei Ahnung, wer das war. Gib lieber gleich! Sehen, wie mattig du bist! Wumms! So. Ah, okay. Hier sonst noch. Ah, da leuchtet doch wieder was. Ha. Ich könnte da lang oder ich. Nee, ich glaube, da komme ich her. Ja, da komme ich her. Dap. Jetzt musst du mich wohl durchlassen. Durchlassen? Ja. Durchlassen auf eine andere Ebene, oder wie sagt man das? Okay, scheint sonst keiner zu sein. Also, interagieren wir. Tipp. Wir sehen uns draußen. Da wird geschossen. Kannst du dafür sorgen, dass niemand auf mich schießt? Durchhalten, Doc. Bin dabei. Okay, ich muss... Yeah!
So, Wams. Was ist denn? Und German Suplex. Ich dachte, wo ist es sein? Ist das alles? So, jetzt geht's aber hier rund auf die Nuss. Na, wer amüsiert sich? Bitte aufzeigen. So, du auch noch. Aber gar nicht erst auf die Idee kommen, dass du hier auf mich schießt. Muss mehr darauf achten, wenn sein Spinnensinn losgeht. Haben wir es geschafft? Danke, Peter. Bitte. Ich dachte, ich wäre erledigt. Reinzukommen war viel leichter als wieder raus. Sieht aus, als würden alle ausbrechen. Toll. Darum kümmere ich mich später. Na los, Doc. Wohin gehen wir jetzt? Ich hätte zwar echt gern mal eine Pause, aber wir müssen zu meinem Apartment. Cops. Natürlich. Schnallen Sie sich an, Connors. Und tschüss. Nach der großen Flucht bringt Spider-Man Connors in sein Apartment, um ein Heilmittel herzustellen und Infizierte heilen kann. Ach du Scheiße, die Ex ist wieder frei. Im Ernst, Spider-Man, was zum Teufel? Yeah, bedank dich bei Spider-Man, was für eine Bedrohung. Bringt mir Fotos von Spider-Man. Das passt jetzt auch so schön. Wow. Ich hätte nie gedacht, Manhattan mal so zu sehen. Schöne Stadt, was? Eine Stadt, die ich fast zerstört hätte. Alles Vergangenheit, Connors. Jetzt ist die Zukunft wichtig. Oder erstmal die Gegenwart. Gehen wir genau in meine Wohnung. Abgefahren! Na, ganz an Gottes Hintern halten wir uns auch nicht fest. Yeah! Hier wohnt Spider-Man? Dann hat er aber eine neue Wohnung. Verstehe nicht, er hat ihn doch nach Beloit gebracht. Riesenroboter zu tun? Hatte recht, Nachrichten gesehen. Spider-Man haut die Echse raus. Naja, muss irgendwas zu tun haben, ne? Tür-zu-Tür-Service. Ist nicht viel, aber ein ruhiger Ort zum Arbeiten. Während Sie das Gegenmittel entwickeln. Wohnst du hier? Machen Sie Witze? Ich könnte mir hier nicht mal den Schrank leisten. Ich hüte nur das Haus über den Sommer. Es gehört Stan, einem alten Freund meiner Tante May. Also, ich weiß ja nicht. Die andere Option ist die Rückkehr ins Echsenlabor. In der Kanalisation. Das hier reicht. Wo sollen wir das Labor aufbauen? Hier drüben. Ich schätze, wir besorgen erstmal die Ausrüstung für die Arbeit am Gegenmittel. Da ist der Computer. Etwas alt, aber er läuft. Ein paar Bücher als Referenz da drüben. Da ist auch eine Kopie von Spleiß des Lebens bei. Und der Fernseher. Schätze, wir sollten sehen, ob wir es in die Nachrichten geschafft haben. Ja, haben wir. Definitiv haben wir. Hilfe bekam er vom selbsternannten Ordnungshüter Spider-Man. Spider-Man! Anscheinend schon. Fantastisch, jetzt halten sie dich für den Schurken, Peter.
Das ist alles meine Schuld. Doc, wenn wir beide ein Heilmittel entwickeln, werden wir Helden sein. Ich rufe Gwen an und schau mal, was los ist. Warte, wirst du es ihr sagen? Das muss ich. Noch ein weiterer Grund für das Gegenmittel, was? Also, was brauchen wir, um ihr Labor einzurichten? Zunächst mal meine Forschungsergebnisse. Die Daten sind auf einem Tablet mit einem Ouroboros-Zeichen gespeichert. Es wird nicht leicht zu finden sein. Einem was? Kein Problem. Ich bin schon bei Oscorp reingekommen. Ich schaffe es wieder. Peter, sei vorsichtig. Wenn Oscorp meine Arbeit heimlich fortgesetzt hat, wissen wir nicht, was uns erwartet. Das ist nicht dasselbe Serum, das mich verändert hat. Es ist jetzt ein Virus. Das habe ich gehört. So, bereit, Gott zu schwören? Du erinnerst mich an ihn. Deinen Vater. Das ist Gwen. Pete. Gwen, schön, dass es dir gut geht. Hör zu, ich bin gerade bei Connors. Ich weiß, Peter. Alle wissen es. Du hast ihn aus dem Gefängnis befreit? Es ist eine Psychiatrie. Bist du verrückt geworden? Du weißt, was Connors dieser Stadt angetan hat. Er hat dieses Problem erst erschaffen. Und er kann ein Gegenmittel entwickeln. Das ist nicht die Echse. Das ist Dr. Connors. Kann er meinen Vater zurückbringen? Gwen. Ich vertraue dir, Peter. Aber ich kann ihm nicht vertrauen. Es tut mir leid. Ich hatte keine Wahl, aber er ist der Schlüssel, dir zu helfen. Und ich möchte, dass du seine Forschung für mich findest. Ich kann nicht. Dr. Smythe hat sie in die Oscorp-Archive geschickt. Halt nur noch ein bisschen durch. Ich bin unterwegs. Beeil dich, Pete. Ich weiß, dass wir unter Quarantäne stehen, aber wir sind wie Gefangene. Smythe sagt, er arbeitet an einer Lösung. Ich hol dich da raus, Gwen. Das hoffe ich. Gwen hat viel mitgemacht. Ich habe ihren Vater ermordet, Peter. Sie haben niemanden getötet. Es war die Echse. Ich möchte dir glauben. Wir müssen Gwen überzeugen. Genau das. Ich muss das Gegenmittel verbessern. Ja, das musst du. Garderobe. Spieler finden verstecktes Spider-Man-Logos in Manhattan, neue Outfits freizuschalten. Ja, wir haben nur das eine Outfit. Haben wir jetzt ein Outfit ohne Gürtel? Tatsache. Das sieht ja weird aus. Dann lieber mit Gürtel. Okay, da können wir nur mit ihm sprechen. Oscorp Towers. Aha. Aber immerhin, wir können die Level erneut spielen. Aber wir verlassen jetzt erstmal die Wohnung. Zur Stadt. Peter, warte. Was sind das für Dinger? Ach ja, an denen habe ich gearbeitet, bevor das Ganze losging. Ich nenne sie Spinnensender. Kurz gesagt, wenn ich die an eine Polizeiantenne stecke, sollte ich hören können, was sie sagen. Sollte? Tja, ich hatte noch keine Zeit zum Ausprobieren, aber besser spät als nie. Ich mache auf dem Weg zu den Oscorp-Archiven einen Abstecher. Das klingt gut. Schatten früheren Übels. Oh, jetzt schon in Kapitel 3. Wenn es da nicht viele Kapitel gibt, dann haben wir das Spiel ruckizucki durch, würde ich mal so sagen. Hätte, sollte, könnte. Glaube ich. Keine Ahnung. Lalalala. Stehen noch unter Quarantäne. Sie kämpfen gegen die Mutation durch das Atemkreuzvirus. Mit Gwens Hilfe verhindert das Connors Forschungsarchiv von Oscorp gelagert, aber nicht mehr lange. Interessant. Okay, aber erstmal machen wir unsere Upgrades. Wie viel haben wir? Wir haben... Ja, noch nur 50. Oder bin ich doof? Ach so, die Technikdinger, dafür müssen wir diese Punkte sammeln. So, wir haben das.
Was haben wir denn sonst noch? Wir können ja mal ein bisschen rumschwingen. Hui! Was? So, nimm mal einen Freiflug. Egal, ich verschwinde. Ich finde schade, dass von Dr. Strange nie ein Spiel rausgekommen ist. War denn da ein Comic?